Heute zeige ich dir drei IKEA-Hacks fürs Kinderzimmer. Und zwar ist das erste IKEA-Hack fürs Kinderzimmer eine Werkbank. Und dafür brauchen wir eigentlich nur zwei Produkte von IKEA. Und zwar brauchst du hier den Wickeltisch Sneakler und diese Lochplatte Skadis. Und zwar habe ich hier die Lochplatte gewählt von 36 x 56 cm Größe. Zuallererst müssen wir natürlich erstmal die Möbelstücke aufbauen. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Wickeltisch. Ganz schön viele Einzelteile. Der Tisch ist jetzt aufgebaut. Was wir jetzt im nächsten Schritt machen, sind alle vier Beine auf die gleiche Länge zu kürzen. Und zwar so in der Höhe, dass dein Kind hier an diesem an dieser Werkbank einfach schön arbeiten kann. Jetzt sind alle Beine auf die gleiche Länge abgeschnitten und es steht auch und wackelt nicht. Im nächsten Schritt einmal noch die Lochplatte anbringen, hinten an der Rückwand von dem Tisch. Und dann kann schon mit den richtigen Sachen losdekoriert werden. Ja, und wir pimpen uns hier diesen IKEA-Hack noch ein bisschen auf. Es gibt solche kleinen Boxen, die man im Baumarkt kaufen kann, so zur Aufbewahrung von Schrauben und solchen Dingen. Und die eignen sich hier auch bei dieser IKEA-Hack-Werkbank ideal. Die kann man anhängen und kann hier so kleine Spielsachen reinfüllen. Dann haben wir hier noch einen alten Zollstock verwendet, den wir noch mit angebohrt haben, weil der war kaputt und bevor man sowas wegschmeißt, hat das hier noch eine gute Verwendung gefunden. Und ideal ist auch hier unten dieser Bereich. Hier kann man nämlich noch Spielzeugkisten abstellen oder sonstiges Spielzeug, was ja keinen Platz hat, findet hier noch Platz. Kommen wir zum zweiten IKEA-Hack fürs Kinderzimmer. Und zwar ist das ein DIY-Spielteppich. Dafür haben wir uns den Teppich Sörze gekauft. Den kriegst du dafür so knapp 3 Euro bei IKEA und darauf lassen sich Kinderspiele oder auch solche Autos und Autostraßen super drauf malen. Ich fange jetzt einfach mal an, dass ich hier eine Straße drauf male, die so kreuz und quer verläuft. So, was fehlt denn noch an der Straße? Die Straßenmarkierung, oder? Damit die Autos alle in die gleiche Richtung fahren. Also nicht in die gleiche Richtung, sondern links und rechts die Spur. Ein paar Ampeln zwischendrin, glaube ich, machen auch noch Sinn, damit die Kinder auch lernen, was rot und was grün heißt, wo man fahren darf, wo man stehen bleiben muss. Genau, damit das auch eine richtige Stadt wird, kommen jetzt noch ein paar Häuser dazu. So ein See noch zwischendrin ist ganz schön, so ein Badesee, ein paar Bäume, vielleicht auch ein Supermarkt, also das, was es auch im täglichen Leben bei uns so gibt an den Straßen. Ja, ich habe hier alles draufgepackt, was so eine Stadt zu bieten hat. Da kann man sich ganz kreativ ausleben. Man muss auch nicht unbedingt einen Spielzeugteppich machen. Man kann auch zum Beispiel ein Brettspiel draufmalen, so Mensch, ärgere dich nicht. Da braucht man dann nur noch entsprechende Figuren. Und das Coole ist an so einem Teppich, der ist wirklich nicht groß. Es reicht und es beschäftigt die Kinder. Und wenn man ihn nicht mehr braucht, dann legt man einfach zusammen und kann ihn in den Schrank räumen. IKEA-Hack fürs Kinderzimmer Nummer 3 ist eine Aufbewahrung aus diesem Riba-Bilderrahmen. Und zwar verlieren wir immer die Haarklammern, die liegen dann irgendwo rum in der Wohnung. Ich dachte, ich mache hier so eine kleine Aufbewahrung raus, wo man dann so Schmuck und Haarklammerchen dranhängen kann.
Ich habe jetzt hier diesen Rieber-Bilderrahmen. Jetzt muss ich erstmal mir hier hinten das öffnen. Und hier ist ja dieses Plexiglas drin und auch dieser Passepartout. Nennt man das so? Dieser Rahmen, wo man das Bild reinmachen kann. Das muss jetzt erstmal raus. Und auch dieses Plexiglas. Genau, und dann brauchen wir ein Stück Stoff. Und zwar in der Größe jetzt von diesem Brett, was hier hinten drin ist. So sinnvoll ist auch, glaube ich, wenn man hier sogar ein bisschen Rand lässt, so 1 Zentimeter beim Schneiden, dass man das nachher noch ein bisschen spannen kann, sodass der Stoff auch wirklich schön gerade im Bilderrahmen drin liegt. Genau, sodass man diese schöne Seite vom Stoff dann, wenn man das in den Bilderrahmen legt, wenn man das hier reinlegt, dass einen dann hier diese schöne Seite von dem Stoff anschaut. Jetzt schneide ich hier noch solche Bänder zu, also da kann man alles Mögliche nehmen, was man zu Hause hat. Ich habe jetzt hier so ein Schrägband, was ich mir jetzt auch nochmal hier auf die gleiche Länge zuschneide. Das kann man sogar zweimal machen, je mehr man von diesen Bändern hat, desto mehr kann man nachher anhängen. Und dann werde ich auch noch einen schmalen Gummi auch nochmal zuschneiden. Und die kommen jetzt hier nach vorne dran. Und jetzt brauchst du noch ein bisschen Tesafilm oder einen Tacker, womit du dann diese Seiten schön einklappst, das Ganze schön spannst. So, jetzt ist das hier einmal soweit fest. Und dann wird das noch in den Bilderrahmen reingelegt und dann die Seitenteile festgemacht. Kann man hier einfach so die Spangen reinstecken. Oder auch Schmuck, das, was man zu Hause hat. Wir haben echt nicht so viel, weil wir immer das meiste verlieren. Und ich hoffe, durch diesen Organizer hier, dass wir jetzt ein bisschen besser auf die Sachen Acht geben. Das waren meine 3 IKEA-Hacks fürs Kinderzimmer. Wenn dir diese gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du den Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Denn es kommen immer wieder so coole Videos und es gab schon mal eins zum Thema mehr zum Interieur mit IKEA-Hacks. Verlinke ich dir, kannst du gerne reinschauen und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Tschüss!